Mahlzeit, die Schlawiner, hier ist wieder Knochen. Heute fahre ich den Sujo-Kreuzer. Kreuzer, sage ich. Kreuzer-Zerstörer vielleicht, der Flugzeugträger. Wir kommen ja Kreuzer, wir gerade Kreuzer gefahren, deswegen wahrscheinlich. Also, den Sujo-Flugzeugträger. Rang 5 bei den Japanern. In Dienst gestellt 1940. So, das erste, was ich jetzt mache, ist mal ein bisschen Gas geben. Ich habe je zwei Geschwader Abfangjäger oder Jagdflugzeuge. Zwei Torpedobomber und zwei Marinebomber. Ich überlege jetzt gerade, wo könnte der Gegner sein? Der wird wohl genau gegenüberliegend sein. So, ich werde mir erstmal ein bisschen drehen. Denn ich will raus hier. Ich werde sie jetzt erstmal, ich sag mal, hier hinschicken. Ich habe ja nur einen Gegner, also einen gegnerischen Flugzeugträger. Ich versuche den jetzt auch gleich ausfindig zu machen. So, die Captain schon C, also gehen wir davon aus, sie sind da irgendwo. Und ich werde jetzt einfach mal hier hinten ein bisschen rumcruisen. Meine Verteidigung ist eigentlich nur, besteht aus 15 Flugabwehrgeschützen, darunter 10 Drillingsgeschützen. Dann habe ich glaube ich noch 4 Einser und ein Doppeltes. Okay. Da der hier schon ist, wird wohl in der Nähe hier auch... Oh Gott. Wenn ich Pech habe, ist hier gleich wieder vorbei. Kommt halt immer drauf an, wen man als Gegner hat. Und mein Gegner sind Burgs, die haben sehr viel Jagdflugzeuge. Okay, ich muss jetzt halt zusehen, ich muss einfach hier zusehen, dass ich schnell abwerfe. Aber ich glaube, das hat sich erledigt. Ich sollte eigentlich meine... Ich schicke sie zurück. Das bringt überhaupt nichts. Ich werde sie so schnell nicht ausfindig machen. Also ich habe einen Squad schon verloren. Das ist natürlich scheiße. Es sind aber zu viel Jagdflugzeuge unterwegs. Das ist halt so bei der Burg. Die hat unheimlich viele Jagdflugzeuge. Und ja, ich muss halt zusehen, dass ich irgendwie durchkomme. Das heißt, meine Flugzeuge müsste ich eigentlich woanders hinschicken. Die Frage ist, wo schicke ich sie hin? Wo schicke ich sie hin? Okay, jetzt kommen Bombenflugzeuge. Ich muss zusehen, dass ich die ganze Zeit in Bewegung bleibe. Ich muss irgendwo zu A rüberfahren, irgendwie da in dem Bereich. Ich gehe davon aus, dass ich noch nicht entdeckt wurde hier. Aber das schickt seinen ganzen Krempel natürlich links und rechts hier durch die Botanik. Gruppe 5, bereit! Das einzige, was ich machen kann, ist mit meinen letzten Jagdschwadronen, Jägerschwadronen, hier. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich schicke die 4 jetzt hier rüber. Nein, ich schicke sie wieder zurück. Es sind einfach zu viele Jäger da. Ich muss halt erstmal warten. Gruppe 3, behalte derzeitigen Kurs bei. So, kommt man wieder zurück. Und einmal die Jäger rauskriegen hier. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Okay. Einmal die Jäger wurde runtergebrettert. Der wird mich auch gleich aufdecken. Jetzt hat er mich entdeckt. Wichtig ist, immer in Bewegung bleiben. Gruppe 2 in der Luft. Aber gut, die sind jetzt hier beschäftigt, also werde ich einfach meine Schiffe raus, meine Flugzeuge rausschicken. So, einer ist weg, ich hoffe, die bleiben am Leben hier. Ich glaube, die Burg hat irgendwie stärkere Jagdflugzeuge. Da ich jetzt eigentlich direkt an ihm vorbeifahre, müsste ich theoretisch relativ viel abschießen. Ja. So, Gruppe 2 schicke ich erstmal wieder zurück, denn sind so gut wie tot, haben auch sehr viel Munition verbraucht.
Ist natürlich schon ein bisschen blöd, nur ein einziges Squad versenkt. Gruppe 3 sind unter Beschuss. Gruppe 3 macht immer klar. Wenn ich Glück habe, gehen noch Torpedos von. Also so Torpedos, die daneben gehen, gehen vielleicht noch rein. Gruppe 3 kehren zurück zum Schiff. Komm, einer geht rein. Ist gut. Und den anderen wird er ausweichen. Ich denke mal, er wird auch schon. Das war gar nichts. Verstehe ich nicht. Ich habe den zurückgeschickt, aber er hat keinen Bock zurückzufliegen, oder was? Ich muss sie irgendwie abfangen hier. Okay, ich wurde entdeckt. Ich bin natürlich sehr nah an den anderen dran. Ich muss halt schnellstens drehen irgendwie. Ich brauche Feuerunterstützung. Das wird ein ziemlich blödes Match. Das wird echt nicht einfach. Sagst du? Sagst du, Mann? So, meine. Oh Gott, die wissen, wo ich bin und sie werden auch gleich auf mich schießen. Ja! Ja, so kann's kommen. Einfach unheimlich viele Jagdflugzeuge hier. So viel Jäger, das ist ja voll scheiße. So, was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich höchstens noch einen Torpedo abwerfen. Einen verkackten Torpedo. Der eventuell nicht mal reingehen wird, weil das. Nein, das wird nichts. Das war's gewesen. Das kann man sich schon echt klemmen. Guck mal, wie die hier rumfahren, das sieht schon eigentlich lächerlich aus. Eigentlich ist das scheiße von dem Team. Okay, ich bin schon so angepisst, ich kann nicht mehr richtig schreiben. So. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde, oder? Aber ich muss dazu sagen, seit Tagen läuft es richtig scheiße. Ich habe eine Winrate von ungefähr 30%. Ungefähr. Ja. Also ich schätze mal so irgendwas bei 25% liegen wir. Also 75% gewinnt der Gegner. Das ist natürlich echt toll und macht Laune, aber was will man machen? So, noch eine Runde. Versprochen. So, doch hier wieder zwei krasse Carrier-Typen als Gegner. Bogue und Hosho. Hosho bin ich ja selber schon gefahren. In meinem Video habe ich zwar nicht allzu viel gerissen, aber so, wenn ich jedes Mal ein Video aufnehmen würde und so, würde ich natürlich nur die besten raussuchen, aber ich nehme halt einmal auf und dann sieht es halt dementsprechend aus. Das Problem ist jetzt natürlich, dass, also ich weiß, was die Hosho kann, da ich sie ja schon gefahren bin. Und cool ist das nicht. Aber gut. Ich muss jetzt zusehen, dass ich irgendwie, ich meine Truppen ist mal hier hin. C. Ich hoffe, dass der Gegner jetzt nicht auf die Idee kommt, auch seinen ganzen Krempel zu C zu schicken. Wichtig ist, dass ich in Bewegung bleibe. Schauen, ob irgendwie unterwegs irgendwas kommt. Ob noch irgendwas unterwegs ist, noch sehe ich nichts. Ich gehe natürlich davon aus, dass mein Opponent
ziemlich in derselben Richtung ist. Vielleicht hier irgendwo, hier in dem Bereich, wird er starten. Oder hier so, das kann natürlich möglich sein. Ich habe noch nichts abgedeckt, ich lasse die erstmal hier. Und kann dann, ich meine, jetzt habe ich sie wenigstens schon platziert. Die sind jetzt alle auf einem Pulk und kann dann relativ schnell reagieren. Dadurch, dass sie ja schon unterwegs waren oder jetzt ne, an ihrem Punkt dann angelangt sind. Mal ein klein wenig vorfliegen hier. Ich muss auf jeden Fall was aufdecken. So, ich habe einen gesehen. Die Frage ist, will ich da jetzt rüberfahren, rüberfliegen? Ja, Gruppe 5, warte mal dort. Vielleicht besser. Okay, ich wage es und schicke die alle hier hin. Aber wozu sich die Mühe machen, wenn hier noch ein anderer Gegner kommt? Ich hoffe, die lassen sich da jetzt nicht alle kaputt machen. Bin hier mal gespannt hier. Einer geht auf jeden Fall rein, oder? Ja. Was mit der anderen Gruppe? Kommt die noch irgendwann mal an hier oder was? Okay, ich wurde wahrscheinlich schon aufgedeckt. Gruppe 3 ist jetzt erst da. Gruppe 3, kehren zurück zum Schiff. Ich schicke die zwei auch erstmal zurück. Gruppe 2, kehren zurück. Respektive. Oh Gott, sind das viele Abfangjäger. So, noch ein Treffer gemacht, aber kein Wassereinbruch verursacht, das ist natürlich blöd. Ich werde mit den anderen erstmal mitfahren. Also hier in dem Bereich hoch. Wichtig ist halt, dass man immer in Bewegung bleibt. So, sie versuchen mich zu belagern. Das Problem ist natürlich dadurch, dass mich jetzt zu belagern, kann ich nicht landen. Schießt dann mal den ganzen Krempel weg hier. Gruppe 3 sind unter Beschuss. Gruppe 4 startklar. Gruppe 3 zerstört. Gut, Gruppe 3 ist weg, scheiße. Gruppe 5 bereit. Also viel Abschüsse waren das nicht. Gelohnt hat sich das auch nicht. Das ist dieses typische Belagern. Die belagern mich jetzt hier, weil sie Flugzeuge rausholen wollen. Aber okay, ich werde den abfangen. Ich werde die anderen jetzt rausschicken. Warte mal, bis der draußen ist. Also, die warten brauche ich da auch nicht, aber... Gut entdeckt. Den anderen Carrier hier unten wird es wahrscheinlich gleich zerlegen. Gruppe 5, behaltet derzeitigen Kurs bei. Ich muss natürlich aufpassen, ich darf nicht zu nah in die anderen rein. Bin.
Wie sieht's denn hier aus? Was guckt hier rum? Was guckt hier rum? Abfangen ist sau echt. Cool. Vielleicht eher die Torpedoflugzeuge hier. Jetzt vielleicht bei C campen, das wäre vielleicht ganz gut, glaube ich. Gruppe 4, greifen Gegner an. Mach das mal klar. Und kommt bitte schnellstmöglich wieder zurück. Dann sind sie auf dem Weg zu mir. Immerhin in Brand gesetzt. Ich werde 4 Stück abbekommen. 3. Gut, ging gerade noch so klar, aber... Gruppe 2, machen wir die Scheiße hier fertig, ey. Die Jäger dort. Ja, wenn man lange spät, kann man natürlich... immer gut ausfindig machen hier. Okay, die müssen weg hier. Ich habe hier doch gerade noch ein anderes Flugzeug kurzzeitig aufblinken sehen. Ja, Gruppe 2, da musst du jetzt durch. Gruppe 3, bereit. Ich schaff die vielleicht sogar noch. Gruppe 3, in der Luft. Gruppe 5, startklar. Gruppe 4, behalte derzeitigen Kurs bei. Noch einen abgeschossen. Vielleicht schaffe ich den anderen noch. Leider nicht. Ich bin out of ammo. Gruppe 5 in der Luft. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Ende. Gruppe 4, warte auf Anweisungen. Okay, das ist nur noch einer. Wenn ich Glück habe, schießt er mal überhaupt nichts ab. Die anderen kehren auch zurück. Nachricht erhalten. Ich kümmere mich darum. Gruppe 2, bereit. Also ich werde jetzt erstmal nur langsame Fahrt, sondern damit ich mir irgendwo gegenfahre hier. Ja, bitte macht das ordentlich. Gruppe 4 sind unter Beschuss. Gruppe 3 kehren zurück. Gruppe 4 näher. Schwierig, aber einer könnte rein. Ja, einer ist rein. Schieß noch einen rein. Gruppe 4 kehren zurück zum Schiff. Ja, guti, guti, aber kein Wassereinbruch verursacht. Diese verkackte Gruppe 2 eigentlich. Hier kann es nicht sein. Okay, ich habe den Carrier entdeckt. Das ist jetzt mein Hauptziel hier. Unser Sieg ist in Sicht. Lass mit den anderen Gruppen, kommen die auch nochmal zurück hier. Klar da.
Gut, immerhin habe ich einen Kill, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist auch ein bisschen knifflig hier, aber okay, wir ziehen das einfach durch. Passen, dass ich die Insel da nicht schramme. Noch im Kampf. Immer noch im Kampf hier. Mir geht gleich die Munition aus. Ich hab einen verloren. Ich hoffe, die kommen durch. Ich hoffe echt, die kommen durch irgendwie. Aber der Carrier kehrt auch zurück. Leider richtig beschissen, weil... Das ist immer so eine richtig bekackte Position. Oh, ich hoffe, der geht noch rein irgendwie. Oh, nee, der wird knapp vorbeiziehen. Fuck. Oh, Dreck. Aber ich schicke den so lange raus, bis der Typ vernichtet ist. Mein Gott, hat der verkackt viele Jagdflugzeuge da unterwegs. Obwohl, das werden die von der... Scheiße. Die werden nicht durchkommen. Ich könnte sie zurückschicken, aber wozu? Das ist unsinnig. Ja, das dachte ich mir schon. Gruppe 5, kehren zurück zum Schiff. Gruppe 2, Start klar. Einfach zu viele Jagdflugzeuge und ich bin der einzige Flugzeugträger noch hier. Wir sind ja witzigerweise unheimlich viele Schiffe, aber wie kriege ich die effektiv jetzt rein hier? Gruppe 4, startklar. Gruppe 2, behalte derzeitigen Kurs bei. Schwierig. Echt, das ist wirklich schwierig. Wäre ich jetzt weiter unten, wäre das gar kein Ding, aber so. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Oh Gott, der hat ein ganzes, komplettes Squad hier. Einfach, wenn ein paar weniger Jagdflugzeuge da wären, wäre alles in Ordnung. Aber so, wir haben schon gewonnen. Ich überlege gerade, mache ich noch eine Runde? Ey, ich glaube, ich mache noch eine Runde, ernsthaft. Eine Runde mache ich noch. So, mein Gegner, also mein Opponent, Flugzeugträger, ist jetzt ein Bo. Da ist die Frage, wo könnte er sich aufhalten? Ist mir eigentlich erstmal egal. Da es nur ein Flugzeugträger ist, denke ich mal, ist alles in Ordnung. Obwohl, ich weiß natürlich, dass er... zwei Jagdgeschwader hat. Ich versuche jetzt halt trotzdem den C-Bereich hier zu behalten. Ich werde mich leicht bewegen. Ich mache erstmal Viertelfahrt und dann schicke ich erstmal meine Flugzeuge vor. So, Viertelfahrt. Und schicke hier in die Enge erstmal alles. Ich hoffe, dass das klappt. Ich bin hier relativ isoliert von den anderen. Also wir sind jetzt nicht hier dicht an dicht. Viele Zerstörer unterwegs. Aber ein bisschen Bewegung muss drin sein. Einen anderen Kurs einschlagen. Okay, jetzt werde ich doch kurz warten, weil die anderen sollen einfach sich ein bisschen vordrängeln. Ne? Noch drängelt sich keiner. Gruppe 5 in der Luft. Gruppe 2, warte auf
Gruppe 2, guck mal, was hier los ist. Echt eine knifflige Sache. Weil meine Flak eigentlich ist ja eigentlich ganz gut, nur. Okay. Nur bringt das nichts, wenn da 50 Flugzeuge unterwegs sind. Gruppe 2, chill mal ein bisschen. Nee, du chillst nicht, Gruppe 2. Oh. Ich meine, weiß ich jetzt, wo der gegnerische Flugzeugträger ist. Dachte ich mir schon, erstes Blut. Ich dachte mir schon, dass der eine jetzt fertig kaputt gehen wird. So, erstmal die Zugi ausschalten. Und den Rest hole ich mir jetzt. Die müssen ja letzten Endes eh zurückkehren. Und da kreise ich sie mir doch lieber gleich. So, Fiskes Brala. Okay, ich sehe den Zerstörer. Gruppe 3, bereit! Gruppe 4, startklar! Gruppe 3, in der Luft! Gut, meine Gruppen sind unterwegs, das ist schon mal vorteilhaft. Gruppe 5, startklar! Ich will auf jeden Fall den gegnerischen Flugzeugträger hier runtersemmeln. Ich denke mal, er hat mich entdeckt. Ich weiß nicht, wer mich entdeckt hat. Ah, er sagt bloß. Ich habe gerade überlegt, ob er die ganze Zeit seinen Scheiß da hin und her schickt hier. Will ihn trotzdem abfangen. Ist scheißegal, ob er mich jetzt entdeckt hat hier. Ich brauche diesen Flugzeugträger. Dringend. Ich will ihn unbedingt haben. Gotcha. Fiskes Brala. Alles gut. Feueralarm. Ja, Fixer. Problem gelöst. Das macht den Shit klar da. Fangen diese blöden Dinge ab da. Okay, einer. Ich hoffe, es gehen noch mehr rein. Gruppe 5, wir stehen unter Beschuss. Einer geht noch, oder? Gruppe 5, nähern uns zu. Echt jetzt? Gruppe 5, kehren zurück. Das ist immer scheiße. Ich muss auch erstmal zurück. Gruppe 2, kehren zurück zum Schiff. Ja, Gruppe 2, ja, Gruppe 2 muss auch erstmal zurück. Das ist jetzt so ein Mano a Mano Kampf hier. Ja, ist natürlich jetzt so ein Tunnelblick, aber ich will diese Drecksau vernichten. Ganz einfach. Wow, ungefähr hier.
fertig. Gruppe 3, bereit! Gruppe 3, in der Luft! Gruppe 2, bereit! Ja, ich bin gerade ein bisschen sehr konzentriert, auch wenn es gar nicht so rüberkommt, als würde ich großartig was machen, aber ich bin tatsächlich konzentriert. Ich will mir den Kollegen holen da. Gruppe 2 in der Luft! Okay, Gruppe 2. Bomber ab. Marinebomber, der muss auf jeden Fall weg. Muss jetzt leider Gas geben hier. Er hat mich gesehen, ich sehe ihn. Wir sind gegenseitig ein bisschen lieb. Wie hat er? Oh Gott, Alter, sind da noch viele dabei. Schnell rein! Ich warte noch, bis das andere Bombenflugzeug gekommen ist. Torpedos gibt's auch noch. Jesus! Kritischer Maschinenschaden! Gruppe 2, warte auf Anweisungen! Ende! Problem gelöst! Ich hoffe, der schießt dabei noch was weg. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz so clever, aber wer weiß. Ich krieg nur ein Torpedo ab. Hab leider einen Wassereinbruch, das ist scheiße. Und auch die Sau ist noch am Leben hier. Das wird eine harte Sache, das wird richtig hart. Aber gut, solange ich sie rausschicken kann, schicke ich sie raus. Und ich hoffe, das geht schnell noch, bevor ich absaufe. Denn den will ich mir noch als zweiten Kill auf jeden Fall holen. Gruppe 3, bereit! Gruppe 2, erhalte Gott, das muss aber schnell gehen. Das muss aber richtig schnell gehen. Gruppe 3, in der Luft! Zwei fangen den Kram hier ab. Ich glaube, ja... Der brennt so vor sich hin. Hat er gelöscht? Er hat gelöscht. Gruppe 4, startklar. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Ende. Scheiße, der ist echt weg. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Gruppe 4, behalte dir zu den Kurs. Ich habe noch 51 Lebenspunkte. Ich glaube noch keine Sau. So, die zwei schicke ich mal zurück. Gruppe 2, kehren zurück zum Schiff. 51 Lebenspunkte. Gruppe 3, nähern uns Ziel. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 3, kehren zurück zum Schiff. Mal klar da. Das wird echt schwierig. Ich werde mich erstmal hier weiter aufhalten. Ich schätze mal, es ist ein Deutscher hier achter. Oh, ganz blöd ist er nicht, ne? Oh, komm, 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 komm. Einer muss rein, einer muss rein, einer muss rein, einer muss rein. Fuck you! Gruppe 2, bereit! In Brand gesteckt.
ich hoffe, er brennt noch ein bisschen. So, Gruppe 3 ist bereit, der Rest fliegt noch zurück. Gruppe 3 in der Luft. Ich hab nur einen Kill bisher, das ärgert mich. Also ich finde das spannender, als jetzt irgendwie anders zu fahren oder so. Weil zu fliegen, anders zu kämpfen, anders doch zu fahren, war doch richtig. Ich weiß sogar nicht mehr genau, was ich laber. Mein 51 habt ihr hier. So, Gruppe 2 kommt zurück. Ich hätte auch nicht mehr wirklich viel Leben hier. Komm, komm, komm! Nicht jetzt. Gruppe 4, behalte derzeitigen Kurs bei. Gruppe 4, warte auf Anweisungen. Ende. Ja, Gruppe 4. Gruppe 5, startklar. Ah, Jesus. Gruppe 5, in der Luft. Das wird eine echt knappe Sache, dieser Scheiße. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier noch großartig was schaffe. Ich meine, mit 51 HP ist man nicht allzu gut dran hier, ehrlich gesagt. Für zwei brauche ich jetzt ja erstmal nicht mehr. Die werden mich schon irgendwann erahnen. So ganz verblödet sind die auch nicht. Es sind nur mal drei Leute hier. Hits. Gruppe 4 sind unter Beschuss. Gruppe 3 in der Luft. Gruppe 4 macht das klar. 2 hier auf Klärer abschießen. Ah, der ist schon zurückgekommen. Okay. Gruppe 4 kehren zurück. Du willst hier nicht ausweichen. Komm, nimm dir einen mit, Mann. Gruppe 2, behalte derzeit. Ah, wie ich das hasse. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Ist schon interessant eigentlich, wie. Gruppe 2. Wie schnell die doch eigentlich ausweichen können. Kann man. Denkt man sich manchmal gar nicht. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Naja, wie man es nimmt, ne? So sind das ja nirgendwo gegenschrammelt. Die Altflugzeuge haben verloren. Eine muss rein, Mann! Das gibt's doch nicht. Diese Drecksau. Wie? Weißt du? Also, ich weiß nicht. Ich kann mir manchmal kaum vorstellen, dass die so brutal wendig sind und diesen scheiß Torpedos ausweichen können. Das kann ich mir manchmal einfach nicht vorstellen. Vielleicht soll die einfach mal mit verkackte Momansk hier gehen. So, tolle Wurst. Wir werden nicht mehr. Scheiße. Das ist richtig Pisse jetzt. Wenn er jetzt natürlich in die Enge fährt hier, werden wieder kaum Torpedos rausgehauen und dann ist Feierabend. Irgendwo wird ja auch der Zerstörer rumkrauchen. Und wir werden das auch nicht gewinnen, denn es sei denn, einer macht hier noch Punkte, aber sind ja nur noch ich und der andere Kollege da. Ich denke, das wird eher eine sehr knifflige Sache hier. Ich bin hier, jetzt bin ich hier der Verkackletzte. Gruppe 3 bereit. Unser Team verlässt sich auf Sie. Sehr schön für das Team. Aber trotzdem immerhin interessant. Gruppe 5 sind unter Beschuss. Gruppe 3
Oh, die haben immer gar nichts. Das wird ja immer schlimmer mit denen. Echt jetzt. Das wird ja immer schlimmer. Fertig, scheißegal. Aber ich glaube ja nicht, dass das überhaupt noch irgendwas wird. Ein Kill in 20 Minuten. Oder knapp 20 Minuten. Unter Beschuss. Gruppe 3, nähern uns Ziel. Gruppe 3, kehren zurück zum Schiff. Dieser kleine Schwanzlutscher. Echt. Lächerlich, ey. Die wissen natürlich, wo ich bin. Und wir haben verloren, so ein Scheiß, ey. Echt. Eigentlich schade. Aber gut. Gefechtsleistung war rein technisch vor allen Dingen auch in Ordnung. Ah, trotzdem schade. Ich hätte zu gern gewonnen. Ich hätte ehrlich gesagt zu gern gewonnen. Naja, immerhin zweitbester. Schade. Trotz allem. Das war die Sujo. Ich glaube, man spricht das auch nicht Sujo, sondern Sujo. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Hinterlasst doch ein Abo. Das würde mir echt helfen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also haut rein, Leute. Ciao, ciao.